Hi Leute, jetzt willkommen zurück zu einer neuen Folge Real Farm. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es geht weiter, meine Lieben, und zwar aus dem Livestream. Letzter Zeit ja nur noch aus dem Livestream. Ein Vorteil für euch, ihr bekommt immer relativ lange Folgen auf jeden Fall. Und wir haben heute ein kleines Vorhaben, beziehungsweise, huch, ich weiß nicht, was die anderen zwei, habt ihr jetzt aktuell was vor? Oder was macht ihr jetzt? Also Dominik und Exe sind natürlich auch dabei, logischerweise. Hallo. So. Ich wollte die Spritze umtauschen. Also du tauschst die Spritze jetzt um. Und ich mache noch ein paar Dünger arbeiten. Vorher erledigen jetzt. Dünger arbeiten, genau. Noch ein bisschen was düngen. Die Felder müssten soweit durch sein. Ich glaube. Aber nicht ganz. Nicht ganz? Nee, eins haben wir noch. Und dann müssen wir ja noch. Eins haben wir noch? Was haben wir noch? Ne? Ja. Was haben wir noch für ein Feld? Bei der 40 will ich noch mal gucken. 40 ist fertig. Also die muss noch gedüngt werden. Ja, ne, deswegen. Ne, aber angesehen sind alle Felder, meine ich. Ja, ne, die sind das, alle angesehen, ja. Das ist alles fertig, genau. So. Wenn wir die Zeit ein bisschen normal auf 5 stellen? Könnte man machen, ja. Perfekt. So, das heißt, aufräumen. Es ist alles ein bisschen durcheinander und wir haben auch ein paar Sachen rumstehen, die wir aktuell eben nicht brauchen. Und das ist, wie gesagt, ja, Todeskapital, was wir zurzeit, Moment, was wir zurzeit eben einfach verkaufen können. Und von daher braucht das Geld nicht rumliegen. So, da bekommen wir schon mal die ersten 14.000 für den Gruber, den wir nicht mehr brauchen. Awesome. Oh, danke schon für deine 1000 Bits, Bruder. Das ist lieb von dir. Sag mal, ist das Ding hier Deko? Nee, oder? Das Ding ist Deko. Krass. So, Dominik tauscht die Spritze um, weil dass wir quasi auch das Schlauchsystem für die Spritze, also für den Flüssigdünger benutzen können, ne? Pflanzenschutz, ja. Oh, du kannst jetzt bei Global Market, der Logos Art schreibt gerade, Global Market gibt es eine neue Version, da kannst du jetzt auch einen eigenen Server machen. Du bekommst einen Code dazu, den kannst du dann anderen weitergeben, wodurch du besseres Zeug verkaufen und verkaufen könnt. Das wäre ja eine Idee für uns, oder? Das passt, schreibe ich mir gleich mit F. Weil dann könnten wir ja einen eigenen Server machen, den wir nur an die Community geben. Und quasi wird handeln. Ich würde auch einen Sammelwagen verkaufen. Ja, komm. Ja, und einen von den Holzdingern kannst du auch verkaufen. Hm. Brauchen wir im Winter dann nur einen wieder oder was? Wenn, mieten wir uns einen. So. Upsala, das stimmt ja. So, ist notiert. Sehr schön. So, Kabel müssen wir dran machen. Sonst fährt er nicht schneller. Aber das wäre eine feine Art, oder Leute? Was haltet ihr davon, wenn wir einen eigenen Global Company Server machen? Also einen eigenen Global Market Server und quasi den Code nur an die Community rausgeben? Ich meine, klar, benutzen halt, wir können den dann auch weitergeben an Freunde oder so, das wäre jetzt kein Thema. Aber dann könnten quasi nur wir alle untereinander das Ganze benutzen. Oh, Johannes kämpft mit dem Schlauch. Der soll jetzt hier anschließbar sein. Ich hoffe es doch. Müsste hier an der Seite sein. Wahrscheinlich. Ne, hier, auf der anderen Seite. Ja. Ich glaube, hier muss er dran. Verloren. Das kleine Ding da einfädeln.
Schreibt mal eine 1 in den Chat, wenn ihr das eine gute Idee findet. Ja, ist vielleicht einfacher. Oh, natürlich eine 2, wenn es keine gute Idee ist. Geht nicht. Ja. Hallo zusammen. Moin, was bist du? Servus. Ich wollte nur Hallo sagen und auch gleichzeitig Tschüss. Wir nehmen auf. Weiß, deswegen. Tschüss. Kannst du aber trotzdem uns was Schönes erzählen von deinem Tag heute? Oh, mein Tag. Mein Tag war heute echt klasse, du. Tag dran. Ja, cool. Müssen wir halt wahrscheinlich erst aufklappen, dass man besser drankommt. Dein Tag war heute echt schön. Ja. Das bedeutet, du hast was gemacht? Nicht viel. Hat's frei oder was? Nee, ich musste arbeiten, aber ich hatte heute nur Kassendienst. Okay, das ging so oder was? Ja, ist genau meine Welt. Ne? Sitzen, ein bisschen labern, das klappt doch, passt. Okay. Ja. Ja, morgen wird's ein bisschen spannender bei mir, aber ja, schauen wir mal. Warum, was wird morgen? Morgen kommt Oberguru. Das heißt, der Big Boss von unserer Genossenschaft kommt vorbei. Er wollte sich nochmal mit mir unterhalten, wegen der einen Sache. Und dann schauen wir mal weiter, ne? Na da. Wird noch was belabert wegen Corona, weil bei uns werden die Leute immer bekloppter, Alter. Ich habe heute, ich glaube, von 6 Kunden einen Einlauf gekriegt. Oder was heißt ein Einlauf, das nicht? Die haben mit mir rumgenölt, weißt du? Dann kommen da so Dinge, warum ich keine Handschuhe trage, warum ich keinen Mundschutz trage, ne? Und so weiter und so fort. Und ja, bei uns ist ab diese Woche Freitag, wo Mundschutzpflicht in allen Läden und öffentlichen Verkehrsmitteln. Okay. Ja, also da war's das. Ja. Scheiße ist das. Brauchen wir den Miststreuer, den kleinen? Nee, erstmal nicht. Ja. Naja, es wird alles noch, wird noch lustig und interessant. Ich bin ganz ehrlich, also ich habe eigentlich gedacht, dass es bei uns ja nicht so wird. Also ich wusste, dass es bei uns, ich sag mal, etwas schlimmer wird, aber nicht so schlimm. Also es ist einfach nur noch stressig, weißt du, auch das Arbeiten ist komisch, ist anders. Die Leute, die halten immer Abstand von dir. Weißt du, Leute, die sonst immer zu dir reinkamen, auf die Schulter geschoben. Ich habe auch, wenn du mal einen Kollegen siehst oder so, man gibt sich keine Hand mehr, man begrüßt dich nicht mehr, das ist halt alles komplett behindert. Früher hast du die Weiber mal alle abgeknutscht, weißt du wie? Da hast du dich hier gedrückt und so und Küsschen gegeben. Das haben wir immer gemacht zur Begrüßung. Ja. Einfach so, weil wir uns halt mögen und alles. Und mal schnuppern wollen, wie der andere riecht. Aber das ist alles überhaupt nicht mehr. So wie wenn du dich nicht leiden kannst, so. Ja, moin. Ja, das meine ich. Weißt du wie? Das ist, ach, ich weiß auch, was die ganze Scheiße soll. Es geht mir auch ein bisschen auf den Sack. Ich hab heute 2 Stunden versucht, einen scheiß Pool zu kriegen. Aber im Internet. Im Internet. Okay. Ja? Also übelst, Alter. Das krieg auch nur wieder ich hin. Im Internet. Alles ausverkauft. Alles ausverkauft. Ist sowieso schwer. Auch bei Amazon. Wenn du da irgendwas holen willst, ausverkauft. Lieferdatum in 2 Monaten. Und du denkst dir, Alter, was ist denn hier los? Na. Übelste Sorte. Ja, meine Tochter wollte ganz gerne so einen Tretroller. Ich dachte, ja, können wir schon hin. Am Arsch, Alter. Aber so nix, hier nix. Nee, das ist also. Es wird langsam echt ein bisschen lächerlich. Mit den Sachen, die dazu zur Verfügung stehen und alles. Warte mal, ich würde mal ganz kurz den neuen Güllezubringer mitnehmen. Wir haben doch. Haben wir den gekauft, den LKW, oder ist der nur gemietet? Der ist komplett nur gemietet, ne? Ja, ich glaube ja. Okay, dann könnten wir, Moment mal, gemietete Fahrzeuge, ein Schlauch gemietet, eine Universalschaufel gemietet. Ja. Warte mal kurz. Güllefass, kostet eine Anaborge überhaupt? Boah, 60.000.
Die Frage ist, für was nehmen wir? Nehmen wir als Auflieger oder nehmen wir als HTD? Also diesen, weißt du, wisst ihr? Was meint ihr? Wir könnten ja auch, kannst du ja auch ein Dalli. Genauso wie das jetzt hast, was ich gerade sehe, ja. Oh, der Anaburger sieht aber schick aus. Der ist mega. Nehmen Breitreifen drauf, ne, logischerweise. Unter Fahrschutz, den Krempel brauchen wir nicht. Kennzeichen machen wir wegen mir. Farbe würde ich auch so lassen, weil es einfach geil aussieht. Oder wollen wir einen Unterfahrschutz? Dann gibt es vielleicht mit den Schläuchen wieder Probleme. Ich weiß nicht. Nee, komm. Das rumgefummelt dann vielleicht oder so. Hab ich gar keinen Bock drauf. Scheiße, der kostet uns richtig böse Geld. Richtig böse Geld. Müssen wir wieder ein bisschen Saatgut herstellen. Der neue Mod geht nicht bei dem Unimog. Ich kann damit nichts anfangen. Ich kann damit einfach... Hüsi? Ja? Heute ist so ein Tag. Heute wird wieder richtig vom Stapel gelassen. Was ist daran? Heute wird wieder richtig vom Stapel gelassen. Heute werden wieder deutsch-grammatikalische Sachen hier rausgeholt. Ich, erstens, Unimog weiß ich jetzt gerade nicht, was du meinst, Bruder. Und der Neue weiß auch nicht, was du meinst. So zwei Wortsätze kommen heute wieder. Ach, das hatte ich letztens. Da wollte er mir irgendwas erzählen. Ich werde da wahnsinnig, Alter. Und ich lese so den Text. Ich sag so, ey, keine Ahnung, was du von mir willst. Ich sagte, sind wir hier in Deutschland und verlernen ganze Sätze zu schreiben oder was ist hier los? Ja, ich meine das so und so. Ich sag so, Alter, ich so, verarschst du mich oder machst du das mit Absicht? Ich so, schreib jetzt mal einen ganzen Satz, damit ich auf die Kette kriege, was du von mir willst, Alter. Aber ja. Keiner aus dem Chat wusste das. Ne? Ich sag so, Chat, wenn ich zu doof bin, dann schreibt es mir, was er will. Und alle haben geschrieben, ich habe keine Ahnung, was der will. Und dann hat er 3 Minuten gebraucht und dann kam der Satz. Und ich denk mir, ah, so, ja, das ist so und so. Vorhin wollte einer von mir wissen, wie alt mein ältestes Moped ist, was ich habe. Der hat mich das 5-mal gefragt, 5-mal mit unterschiedlichen Sätzen und 5-mal alles falsch geschrieben. Und da habe ich gesagt, bevor du es nicht richtig schreibst, beantworte ich dir die Frage nicht. Seitdem habe ich nie wieder was gehört von dem im Chat. Das ist doch schon mal, Alter. Du bist da aber groß. Ich will auch niemand, ich will niemanden beleidigen, um Gottes Willen. Ich weiß, meine Community, das wisst ihr selber. Extrem zu schätzen und alles. Aber da hast du dann irgendwann, da kriegst du Gehirngulasch. Ich weiß dann auch nicht so richtig. Das macht mich fertig, macht mich das. Yo, letztens war auch, da, wo du aus Versehen die falsche Zeit eingestellt hast bei den Videos. Da kam einer bei mir im Chat. Dino? Fragezeichen. Ich so, nee, hier ist Fisi. Falscher Stream, sag ich so. Und lach dabei so. Nee, Videos? Fragezeichen. Ich sag so, ja, auf meinem Kanal. Und er dann, boah, bist du blöd? Wo sind Tinos Videos? Ich sag so, Alter, willst du mich verarschen? Du kommst hin, schreibst Tino? Fragezeichen. Und weißt du, was das ist ich meine? Oder? Und er schreibt dann zu mir, bist du blöd? Ja, da bist du noch rot gemacht. Da bist du noch rot gemacht. Ja, und ich sitze hier und ich denk mir, Alter, ich wüsste nicht, was du von mir willst. Da wirst du rumgemacht. Dominik und Ösi, danke schon für eure Subs. Das ist die von euch. Da wirst du noch komplett fertig gemacht. Ach komm schon. So. Also wenn ich das sehe mit rückwärts fahren, ne, dann kriege ich ja bei mir schon Panik. Ich habe keinen Führerschein und spiele auch bald mit Lenkrad. Das kann ja nur in die Hose gehen bei mir. Ich kriege ja auch gerade Panik, weil das Ding sich echt beschissen rückwärts fahren lässt. Also das Ding lässt sich wirklich beschissen rückwärts fahren. Er reagiert so langsam auf die Bewegungen. Aber jetzt ist er so halbwegs drin. So. Ah, es sieht doch gut aus. Gut. Relativ. Da guck mal, Maxa 1. Ich weiß nicht, was er von mir will. Wer?
Matze. Nee, wer? Wer? Maxa 1. Freezy hat BH-Folge True Farming vergessen. Not bad, aber wo ist die? Bei mir sind alle Folgen draußen, Digga. BH-Folge, Digga, was ist die BH-Folge? Digga, was ist die BH-Folge? Freezy, hast du BH vergessen? Ja, oh. Ich weiß auch nicht. Ich hab dir gesagt, zieh ein BH in der Folge an. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, langsam wird's kriminell. Langsam zählt er schon hier. Hey, Tino, komm an der Kartoffelhalle vorbei. Ich? Ja, ich habe das gerade zusammengefiemelt. Ja, warte. Das ist richtig, die ist nicht gelistet, weil mir da ein kleiner Fehler passiert ist, aber in der Playlist findet ihr die. Aber ich mache jetzt Videos fertig und gehe dann ins, Bettchen. Genau. Tu das. Leute, ich wünsch euch noch viel Spaß hier beim Stream und so. Ja. Wir hören uns morgen schön bei True Farming. Jawohl. Und dann, ach, mit Mittwoch steht dann jetzt, ne? Dann mache ich nämlich morgen übermorgen eine Ankündigung. Mittwoch steht, ja. Gut, alles klar, Leute. Ich wünsche euch was. Tschüss. Jo. Tschüss, Visi. So, warte, ich komme vorbei gedüst. Martino, warst du denn erfolgreich bei deinem Pool? Ich war erfolgreich. Ich habe einen gekauft, den muss ich morgen abholen. Das ist bei uns um die, naja, was heißt um die Ecke? 40 Kilometer. Okay. Ja gut, aber geht ja auch noch. Ja, ja, deswegen. Habe ich gesagt, ich fahre in Ruhe. Die wollen 60 Euro versanden. Kann man das ja machen. Ja. Ah, guck mal hier, sehr cool. Sehr cool. Dann kannst du jetzt einfach reinzutschen? Ja. Oh, hier wieder Schlauch los macht, ja? Weil der ja. Druck aufbaut. Krass, Alter. Ganz witzig. Ist eine coole Sache, finde ich. Wirklich eine coole Sache. Müssen wir mal gucken, wo wir die Düngekobra hinlegen. Ja. Ich würde mich interessieren, ob der wegblockt. Ja, macht er. Fahren wir hier drüben ran. Warte. Stöpsel ab. Oh. Hat er nicht so ein Problem. Mehr die Schlawine. So. Wo haben die ihre Ach hier. Waren an den Kropfen? Gut. Na, vielleicht. Nee, geht. Oh, ein bisschen auf Spannung. Ist ein bisschen auf Spannung, aber gut. Ja. Dominik, danke schön für dein Subgift. Das ist lieb von dir. Ist voll. Ist voll? Ja. Hm. So, abgekoppelt. Sehr schön. Gute Sache. So, dann machen wir jetzt mal was Lustiges. Schlauch hier hin. Ja, wenigstens mal was Lustiges, das ist recht. Ja, und hier kommen jetzt Pflegebereifungen dran. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, wie gesagt, es müsste normalerweise gehen, oder? Ich habe mich letztens ein bisschen verguckt, aber eigentlich dachte ich, da war eine Pflegereifen dabei. Latze, danke schön für dein neues Sub. Boah, der zieht immer wieder gerade. Da ist. Oh, was da soll Pflege. Lul. Du kannst ja auch, haben wir keinen anderen mehr, wo Pflegebereifung drauf geht? Nee. Außer den Vorzieher halt. Mhm. So, was ist denn mit unserem neuen Feld? Ist das, sieht das gut aus? Das ist gleich fertig. Also du konntest direkt nochmal drauf düngen, oder was? Ja, naja, ich habe ja nochmal Kalk drauf geschmissen. Hm. Und dünge jetzt hinterher und dann ist das eigentlich komplett fertig. Sehr gut. Sehr gut. Dann kann die Ernte kommen. Hast du bei dem Pool auch eine gescheite Pumpe gleich dazu? Die Pumpe ist dazu noch keine gescheite. Ah, das ist schlecht. Ist eine Filterpumpe dabei. Oh. Kartuschenfilterpumpe. Ja, ich habe heute auch. Ich habe jetzt eine. Wir waren ja nach dem Einkaufen nochmal beim Baumarkt vorbei. Da habe ich eine gute gefunden. Eine Sandfilterpumpe brauchst du halt. Ja, ja, der ist ja auch Sandfilteranlager. Ja. Und
Die macht schon ordentlich Arbeit. Ja, da kommt es ja wirklich auf die Dings. Da kommt es ja wirklich drauf an, auf die Fördermenge dann. Ja, die macht in der Stunde 8000 Liter. Das ist ja viel zu übertrieben. Für was für eine Poolgröße? 14 Kubik. 14.000, das ist viel zu viel eigentlich. Brauchst du gar nicht. Ja, aber wenn, ich hab die mit Absicht so groß genommen, weil ich ja dann auch gleich noch den Poolsauger da drüber laufen lasse. Hm. Was da? Ach so, Und da brauchst du schön ein bisschen. Was hast du da für einen Pool? Na, Stahlwandpool habe ich. Ein Stahlwandpool, Von Intex. Von Intex, ja, von Intex habe ich jetzt auch. So. Aber halt so ein Prismpool. Ja, musst du mal googeln. Google einfach mal Prismpool. Guck ich mir mal an. Ja. Na, wir haben halt so einen Runden genommen. Stahlwand, was da? Ja, dankeschön für die Bits noch. Und. Latze, dankeschön für den Sub. Ja? Weil dies schon wird man den ja definitiv noch mehr nutzen als sonst. Wir müssen halt auch. Also, wir. Bei uns war es unumgänglich. Also, wir brauchen den unbedingt. Weil, wenn die Schwimmbäder zu haben, drei Kids, Alter. Und wir haben ja mit dem Schwager und also mit Ginny und Bruder zusammen gekauft. Die wohnen ja direkt neben uns. Mhm. Und ja, wir nutzen den halt zusammen und alles und haben den uns halt zusammen gekauft jetzt alle. Ja klar, ey, das ist doch was also Feines für jedermann. Zwei Familien halt in dem Sinne. Ja, na klar, da passt das doch hoch. Einzige, was wir halt schauen müssen jetzt, was noch so ein bisschen blöd ist. Also ich brauche halt so einen Sandfilter, werde ich mir noch holen müssen. Da werde ich nicht drum rumkommen, weil Kartuschenfilter Schrott ist. Mhm. Den Skimmer hole ich mir noch. Und ja, so ein Sauger halt. Muss ich halt mal schauen, wegen sauber machen dann. Was ich da brauche. Was ich dir bei dem Sandfilter empfehlen kann. Viele sagen zwar wirklich, ja, nimm wirklich den Filtersand in allem drum und dran. Ich hab mal gelesen, dass du einfach einen Baumarktsand nehmen kannst. Also Spielsand. Was ich wirklich empfehlen kann, das geht auch, das ist richtig. Aber das sind... Ach, diese Bälle, oder? Diese Bälle, genau. Diese Filterbälle. Die sind richtig klasse. Echt? Ja. Okay, das hatte ich auch schon gesehen. Beim Kumpel gesehen, dass, also da kommt noch nicht mal Filtersand dagegen an. Erfahrungswerte kann ich da wirklich. Aber wie lange hast du die in Gebrauch dann, also in der Regel? Also der hat den Pool jetzt seit 4 Jahren und hat die Bälle auch seit 4 Jahren. Krass, cool. Und wie lange lässt du die Filteranlage laufen am Tag? Also er hat ja mit Zeitschaltuhr. Die schaltet sich quasi alle paar Stunden. Alle drei, vier Stunden schaltet die sich dann halt ein und dann läuft die halt automatisch. Aber wie lange dann immer, weißt du das? Also über Nacht macht er sie aus und die läuft dann quasi eine Stunde, hat er glaube ich eingestellt. Okay. Aber da musst du wirklich sagen, der Pool ist dann aber wirklich piekfein sauber, ne? Ja, darum geht's ja, ne? Man muss ja aufpassen, dass das nicht umschlägt. Deswegen. Und ich habe mir ja die Filteranlage, die ich mir rausgesucht habe hier, da kannst du ja dann auch gleich, was das Chlor und alles angeht, ne? Das kannst du ja gleich alles über die Filteranlage reingeben lassen. Verstehe ich. Weil da brauchst du dann nicht mehr diesen Skimmer dort reinmachen, wo du dann quasi auch die Pads rein machst, weißt du? Das kannst du alles über die Filteranlage dann laufen lassen. Ja, okay. Das fand ich halt wirklich cool. Und die ist halt auch mit Zeitschaltuhr. Das macht dann schon dann nochmal was anderes, als wenn du dann immer selber gucken musst. Ja, naja, klar. Stellst du immer ein, dann läuft das. Und ja. Biermeister, dankeschön für 5 Monate. Und Dominik haut noch einen Sub raus. Alter, Digga, was ist denn los? Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, auf jeden Fall. Du machst ja jetzt hier gerade ein bisschen Hofordnung. Wo soll ich denn den kleinen Düngerstreuer hinstellen? Wo möchten wir den haben? Düngerstreuer in der Halle hin. In die große? Ja. Excel, wir bräuchten doch den Ford, geht keine Pflegebereifung drauf. Geht doch nicht. Ja. Aber es waren sich klein waren mit dabei, oder? Ja, schmale Zwillingsbereifung. Ach, siehste. Ja. Da liegt der Fehler. Verdammt. Komm, du Sack. Hast du doch gewusst. Nein. Nein. Nee, hab ich wirklich. Ich war felsenfester Überzeugung. Wir hatten vor uns schon mal unterhalten. Hab da voller Überzeugung gesagt, da geht Pflegebereifung drauf. Aber, ja. Optimalerweise doch nicht. Naja, ist ja nicht so schlimm. Der Ford kann aber.
Ja, der hat ja drauf. Der ist ja unser Allzwecktier mittlerweile, ja. Lächeln habe ich gesehen in deinem Gesicht. So, genau, die Dingerstreuer da vorne hin. Ich habe jetzt alles, was Anhänger sind. Anhänger, alles, was mit Rädern ist quasi. Na, was heißt mit Rädern? Also alles, was Anhänger sind, was hinten dran hängst. Als Anhänger. habe ich vorne hingestellt. Und alles, also unter das Schleppdach. Und alles, was Anbaugeräte sind, in dem Sinne, steht hinten in der Halle. Dann, wenn ich fertig bin. Bin noch nicht ganz fertig. Ah, das klingt nach einem Plan. So, und da ist das eigentlich einfach sortiert und fertig ist. Und wenn wir das so beibehalten, dann wäre das schön. Weil dann, das Problem zum Beispiel auch nicht mehr, weil dann bleibt die Ordnung. Und den Miststreuer gehe ich jetzt auch verkaufen. Unser Misthaufen ist ja auch wieder weg, leider, ne, von den Kühen. Der Mist, den wir da hatten. Mit der Webversion ist der ja, glaube ich, auch wieder flöten gegangen. Erstens das, und wir hatten ja jetzt in letzter Zeit sowieso nicht eingestreut, zwecks Gülle, wollten wir ja sowieso. Naja, aber wir hatten ja einen gewissen Mist schon da. War das nicht so um die 70.000, oder? Ja. Könnte sein, ja. Er lag eh nur im Weg. Hot Fever, Dankeschön für 1000 Bits nochmal, Bruder. Das ist lieb von dir. Dankeschön nochmal für 1000 Bits, Digga. Und Steven, Dankeschön für den Sub. Das ist lieb und nett von dir. Dankeschön. Wenn du dir einen Traktor aussuchen darfst und ihr so ca. 500k habt, dann kauft ihr ein Fetthaus. Also wenn wir 500k für einen Traktor übrig haben, Bruder. Ich glaube, das wird noch eine Ecke dauern. Dominik haut nochmal 5 Subs an die Community raus. Oh. Dominik, was ist denn da los heute? Dankeschön. Nein, vielen, vielen Dank. Dankeschön, Dominik. Oder wie viel hast du jetzt verschenkt? 7 Subs? Ich glaube 7. Sehr lieb von dir. Danke für den Support. Das irritiert immer voll, wenn du das sagst. Ja. Also es ist der Dominik. Dominik DJ Evi. Ja. Ist das. Bist du der Dominik DJ Evi? Nein, ich bin kein DJ Evi. Aber was ich gerade sehe, habt ihr Flüssigdünger reingemacht. In die Flüssigdüngerspritze? Wir brauchen ja aber Pflanzenschutz. Da habe ich nicht drauf geachtet, dann müssen wir nochmal tauschen. Na, ganz toll. Tut mir leid. Seid ihr verziehen, Dominik, angenommen. Das kann passieren. Entschuldigung ist angenommen. Jeder macht mal Fehler. Dankeschön. Aber wer hat da Flüssigdünger reingemacht? Das ist ja der Fehler an der Sache. In die IBC-Container? Ja. Ach, also, das weiß ich auch nicht. Ich glaube, das war derjenige, der es entleert hat vorher. Ja, das war in der Spritze drin. Mhm. Warum ja, keine Ahnung. Flüssigdünger drin? Pff, weiß nicht. Viel zu teuer. Das stimmt, ja. So. Zack, ab und los. So. Weiß ich, was ich die ganze Zeit noch machen will. Was du noch machen willst? Ja. Weißt du nicht oder weißt du? Ich weiß es jetzt wieder. Ach, du weißt es wieder. Ich habe meinen Mischfutter fertig gemacht, aber er steht da hinten immer noch rum. Dominik! DJ Evi, ich sag jetzt immer DJ Evi. DJ Evi haut nochmal 2 Subs raus. Dankeschön, Bruder. Sehr lieb von dir. Ach, scheiße, ich wollte den Links gleich mitnehmen. Vielen, vielen Dank, Digga. Kommt ein Realfarm-Emote für den Chat? Haben wir nicht. Haben wir kein Realfarm-Emote? Jetzt mal ohne Mist. Oh, scheiße, habe ich das echt noch nicht gemacht? Nö. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Da muss ich das mal noch machen. Also, was jetzt auf jeden Fall kommt, ist Survivor. Das kann ich euch schon sagen.
das Survivor-Emote kommt. Und Realfarm können wir natürlich auch noch machen. Wir haben noch einige frei. Ich fahre jetzt gerade mal ohne Lenkrad, Leute, einfach, weil es ein bisschen entspannter ist. Also wenn ich hier so am Hof rumgondel, fahre ich immer ganz gerne mal ohne Lenkrad. Ich weiß nicht, ich muss sowieso immer mal ein bisschen hin und her wechseln. Warte mal, ach, das war schon der Ausgang. Haben wir denn irgendwo noch Pflanzenschutz stehen, oder? Nee, ich glaube nicht. Wenn in der Halle gegenüber vom, von der Werkstatt, in diesem kleinen Unterstand. Ja. Aber ich meine, das war auch... So. Nee, das ist auch Dünger. Auch Dünger? Ja, ist auch flüssig. Aber da wäre es schön, wenn wir den Dünger, wenn du den entlädst, dort gleich mit hinstellen. Ja, ich räume das gleich alles weg. Das ist super. Ja, dann komm hier, komm doch zum Dings. Bring Schlauch mit. Oder bring Anhänger mit und wir holst dir ein paar Paletten. Frontlader dran, fertig ist. Warte, ich komm. Ich komm mit dem Schlauch. Aber der wird nicht hinterher geschliffen. Nein. Na klar, wie willst du sonst machen? Na warte mal, wollen wir was probieren. Ach komm, komm doch einfach mit der Plattform her und gut ist. 3, 4 Pflanzenschutz drauf, die können wir dann gleich einlagern, dann können wir da ordentlich mit dem Schlauch dann einladen. Hm, Excel. Real, ja, Farm ist das Motto. Real, ja, Farm. Ist richtig. Und in Real hätte ich jetzt auch versucht, den Schlauch irgendwie mitzubringen. Aber soll ich dir was sagen? So real ist dies nicht hier. Dass du den Schlauch mitbringen kannst. Nötig. Ja, weil der nirgendwo dran geht. So, das Fass kommt jetzt weg. Also das Wasserfass verkaufe ich jetzt, ja? Welches? Das, was wir haben. Dann? Guck ich das von LSFL? Warte mal ganz kurz. Ich wollte mal schauen, wie viel. Aber das ist doch Dominik Seifers. Ja, warte mal. Ich will mal ganz kurz schauen, wie viel das jetzt an Unterschied macht. Wofür haben wir das LSFM-Pack mit draufgenommen? Das war doch. Das war halt noch ein Grund. 12,8. Ah, es geht sich aus. Komm, Dominik, es geht sich aus. Ups. Wo hast du den Plattform? Achso, der steht hinten. Alles klar. Alles wo habe ich den Plattformanhänger? Ja, alles klar. Lass mal überlegen. Das kam mir jetzt schon wieder in Sinn. Jetzt lass mal nachdenken. Okay, Tiere sind auch wieder alle voll. Husek, danke schön für 8 Monate. Kuss geht raus an dich. Und Maxa, danke schön für 5er. Bruder, danke. Vielen Dank. Nee, dann brauchen wir das Fass eigentlich erstmal noch nicht. Das könnte auch mal einer sauber machen. Aktuell brauchen wir nichts aus. Wir kaufen aktuell nichts an, weil wir auch kein Geld haben. So. Genau, wir spielen hier auf der Gemeinderade. Die Sachen für die Tiere lasse ich bei den Tieren stehen, oder? Das brauche ich ja jetzt nicht extra. Das ja, ist ja klar. Quatsch. Also auch den Futtermischwagen und so weiter, das Wasserfass. Das steht ja eben still. Genau. Wasserfass lasse ich jetzt auch hier stehen. Das passt ja. So viel Geräte haben wir gar nicht, ne? Soll ich euch das mal sagen? Wir haben, ich habe jetzt nach dem Aufräumen, da ist nicht mehr viel über, du. Guck mal ganz kurz, was wir hier vorne noch drunter haben. Das Rivals-Emote bleibt erstmal, ja klar, warum nicht? Und vor allen Dingen, es wird ja bei Rivals vermutlich auch einen Fortsetzer geben. Was ist denn mit dem Dünger hier hinten? Den will Axel. Damit willst du spritzen, ne? Mit der Spritze, Dinge. Ja. Aber da ist ja, das ist ja alles Flüssigdünger. War. War Flüssigdünger, hast du ja abgeladen, oder? Ja, ja. Aber ich meine, die Container, die dort stehen, das ist ja alles Flüssigdünger. Hm. So, und jetzt brauchen wir halt. Räuber, Dankeschön fürs 6 Monate, Digga. Moin, moin.
6 Monate schon. Das ist lieb. Neues Sub-Icon auch für dich, Bruder. Genau, Vibes und True Farming, mehr haben wir noch gar nicht drin, oder? Ja, dann kommt jetzt auf jeden Fall noch Survivor. Übrigens, am Mittwoch ist Survivor-Stream. Habt ihr davon richtig gehört? Also wir werden am Mittwoch wieder Survivor-Streamen. So. Ich würde mal 2 Container Pflanzenschutz kaufen, ne? Ja. Da bringt er, wie viel kostet denn da einer? 2,4. Na, ist schon teuer. Deswegen. Green Hell ist so ein Spiel. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das regt mich richtig auf. Also da musst du schon, das musst du schon wollen, ne? Also Green Hell müsste wirklich durchdacht mit also mindestens 3 Leuten spielen. Ansonsten kriegst du da wirklich Krise. Ich weiß ja nicht, wie man da. Ich weiß ja nicht, wie man da überleben soll, Alter. Das ist gar nicht möglich. Ja, es ist schon möglich. Du müsstest halt wirklich am Anfang dir erst einmal ein komplettes Lager irgendwie aufbauen. Das ist schon mal das erste, sag ich mal, was man machen müsste. Hm. Und dann halt peu à peu immer weitermachen. Hm. Ja, ich finde auch, du müsstest dir das aufbauen ja eigentlich direkt da, wo du spawnst, das erste Mal. Alles ja, andere macht ja keinen Sinn, weil du musst ja jeweils mal ewig weit latschen, wenn du stirbst. Genau so ist es. Und dann müsst du halt auch viel das Lager, nicht nur, also klar, erst einmal aus Holz und allem drum und dran, aber dann auch viel anfangen mit Lehm zu arbeiten. Ja. Und warum? Das ist halt wirklich, naja, das kriegst du ja dein Lager dann auch massiv und so. Ja, okay. Weißt du? Und dann kann man das dann auch schon Stück für Stück dann ausbauen. Ja. Und dann kannst du dir halt auch Kisten fertig machen, wo du dann wie zum Beispiel die Verbände alles reinlegen kannst, dass du die dann quasi auch auf Lager liegen hast. Hm. Ja, das macht Sinn. Stefan! Ja, nur hier hinten liegt noch ein Gewicht. Wo? Hier bei mir. Nehme ich gleich mit. Stefan, danke schön für 9 Monate. Das ist lieb von dir. Vielen Dank für den Support. 9 Monate schon dabei. Alter Vater. Gewicht. Da. Das ist der, ja, das ist das 3-Tonnen-Gewicht. Braucht man in dem Sinne nicht. Oder hat man damals mal für die Kartoffeln gekauft? Guck mal, was da passiert. Im Prinzip können wir das ja. Durch die Achse. 3300 Kilo hat das. Ja, wir können es ja mal aufheben. Frisst ja kein Brot. Kostet keinen Unterhalt. Gewicht würde ich da ablegen, wo auch die gerne, wo die Zangen auch sind. Also neben dieses Zangen. Ja, da habe ich das Video schön davor gelegt. Ja, da können wir die ablegen. So. La 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 so. So. Irgendjemand hatte geschrieben, er hat heute ein True Farming T-Shirt bekommen. Dafür auch mal vielen, vielen Dank an die Leute, die sich das wirklich, auch das Milch immer regelmäßig gönnen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also ich sehe ja, wie viele Bestellungen da gemacht werden. Und alles, also zu Ostern war wieder echt viel. Und letztes Jahr Weihnachten war überkrass. Also das war wirklich überkrass, wie viele sich von euch da Zeug gekauft haben oder halt zu Weihnachten gewünscht haben, was auch immer. Und ja, dafür auch einfach mal vielen Dank. Wie gesagt, es gibt ja für jedes Projekt, gibt es ja wirklich Merch. Und halt auch immer angepasst, ne? Und ja,
danke für die, die da unterstützen. Es ist halt quasi so ein bisschen dieser über das normale hinaus Support für die Projekte in dem Sinne. Ne? Ja. Ist aber wirklich klasse Tragekomfort. Also ich habe die Sachen, also die ersten Sachen, die ich noch habe, sind nach wie vor bei mir, so wie ich sie aus dem Shop bekommen habe. Ich habe die Sachen ja wirklich auch immer an, zum Aufnehmen und alles. Wie jetzt hier zum Beispiel auch das Real Farm. Und das True Farming war ja das, nee, war nicht das, doch war das, war das das erste, scheiße. Weiß nicht. Nee, das erste war das Bizeps und alles. Ist wie, wo ich es bekommen habe. Ist wirklich top. Pullover, ey, 100k Special, Leute, was, also das war auch heftig. Das war heftig. Da habt ihr, also für meine Verhältnisse, ne, muss ich ja mal dazu sagen, für meine Verhältnisse war das echt heftig, was ihr da bestellt habt. Das war schon crazy. Mein, klar, irgendein großer YouTuber oder so, der lacht da drüber. Das verkaufen die wahrscheinlich immer. Aber schon krass. Auf jeden Fall. Was ist mit der Hydraulik passiert? Kann ich nichts mit anfangen. Tut mir echt leid. Kann ich absolut nichts mit anfangen. Das kann ich mir denken. Was denn? Was gemeint ist. Die Hydraulik beim Fendt. Warum die so, ja, in dem Sinne weiß ist. Ach so, na eben, dafür die Textur. Die Textur ist weg von der Fendt-Hydraulik. Ich denke eher, was ist abgenutzt. Ja. Wenn ich den jetzt warte, meint ihr, ist die Textur wieder da? Nein. Bei Seasons passiert da nichts mehr. Aber das ist ekelhaft hässlich. Ja. Das ist ja wirklich hässlich. Mikkel S-Gamer, Dankeschön erstmal, Bruder, für 10 Subs an die Community. Das ist lieb von dir. Vielen, vielen Dank. Kannst Dankeschön. Du neu lackieren, aber das ist, glaube ich, ziemlich teuer. Okay. So, gut. Dann machen wir erstmal Feierabend hier für die erste Folge. Wir sind schon leicht drüber, alter Schwede, 40 Minuten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst auf jeden Fall das Däumchen da. Wir haben den Hof erstmal aufgeräumt. Jetzt erstmal eine gute Grundordnung drin. Bis dahin. Tschüss und ciao. Ciao.